Hallo Menschen, heute möchte ich mal wieder ein Sachbuch rezensieren, nämlich Das andere Berlin, die Erfindung der Homosexualität, eine deutsche Geschichte 1867 bis 1933. In diesem Buch wird natürlich nicht behauptet, dass Homosexualität an sich eine Erfindung ist. Vielmehr lautet eine zentrale These des Buches, dass eben Deutschland so ab 1870, aber dann vor allem noch einmal die Entwicklungen in Berlin während der Weimarer Republik zur Etablierung dieser Sexualität und vor allem zur Bildung einer homosexuellen Subkultur beigetragen haben. Das heißt, dass man Homosexualität nicht nur, ja, okay, erkannt hat und natürlich gab es das zu allen Zeiten, sondern dass das auch wirklich ein Teil der Identität wurde und mit Rechten verbunden war, dass man dafür nicht mehr bestraft wurde, sondern dass das zu einem gehört und halt ganz normal ist, so wie es ja heute allmählich auch bei den meisten Menschen ankommt. Robert Beachy behandelt das zum Beispiel an gewissen Einzelbiografien von Vorreitern oder berühmt gewordenen Homosexuellen in dieser Zeit, die sich da quasi geoutet haben und schon für die Rechte von Homosexuellen eintraten. Wir haben aber auch Pioniere in der Sexualwissenschaft. Die gab es auch so ein bisschen in anderen Ländern, aber durch das Institut für Sexualwissenschaften von einem Herrn Hirschfeld war das in Deutschland halt nochmal sehr, sehr prominent. Die haben auch richtig, man könnte fast sagen, Lobbyarbeit betrieben, wollten das eben etablieren, haben immer wieder das Parlament aufgefordert, diesen Paragraphen 175 zu bearbeiten und so weiter und so fort. Was auch sehr interessant war, ist so eine Art Abkommen zwischen der Polizei in Berlin und gewissen Barbetreibern, denn Homosexualität an sich war ja nicht strafbar, sondern nur die Handlungen dann. Und man wusste, dass das homosexuelle Bars sind, in denen sich halt Leute durchaus auch treffen, um dann eventuell gemeinsam zu verschwinden. Aber das wurde halt akzeptiert, das wurde auch nicht nur stillschweigend hingenommen, sondern sogar ein bisschen, ja, gefördert. Vielleicht unfreiwillig, aber dadurch, dass es dann zum Beispiel gewisse Homosexuellen- und Transvestitenbälle gab, zu denen eigentlich nur Eingeladene kommen durften, aber natürlich auch die Polizei, so als Beobachter. Und diese Polizisten dann manchmal so, ja, Literaten oder Wissenschaftler mitgebracht haben, so zum Beobachten. Also sie haben da quasi so Touren angeboten und gesagt, hier könnt ihr euch mal angucken. Die wiederum haben dann davon geschrieben und so kamen noch mehr Leute in die Szene, die wurde größer, dann haben noch mehr Leute darüber geredet und so weiter und so fort. So hat sich das immer weiter aufgebauscht und die Zusammenhänge davon fand ich wirklich interessant, wie das alles immer mehr wurde und auch ins Ausland schwappte durchaus. Auch die Verbindungen zwischen homosexuellem Milieu und der Prostitution waren interessant, und zwar nicht nur dann an sich die homosexuelle Prostitution, sondern auch ganz allgemein. Ein Zitat: Die Beziehungen zwischen heterosexueller Prostitution und homosexuellen Subkulturen sind von besonderer Bedeutung, da die zur Regulierung der Prostitution ergriffenen Maßnahmen an den meisten Orten und zu den meisten Zeiten mitprägend waren für die frühen homosexuellen Milieus. In den meisten Städten grenzten die ersten nachweisbaren homosexuellen Bezirke an heterosexuelle Rotlichtviertel an oder überlappten sich sogar mit diesen. Und das fand ich total interessant, dass man sich halt in dieses Milieu begeben hat, weil es halt beides so halb strafbar und halb anerkannt war. Und sowieso sind diese Verbindungen, die er zieht, zwar irgendwie so, dass ich mich dann fragte, oh, warum hast du da noch nie drüber nachgedacht? Aber ja, um es nochmal kurz zu fassen, interessant. Toll fand ich auch, dass sich halt in anderen Ländern quasi Deutsch oder so als ein Synonym für homosexuell etablierte. In Italien sagte man zum Beispiel Berlinese und in Großbritannien the German Custom, wenn man eben Homosexuelle meinte. Und im Gegensatz dazu hat sich halt im Deutschen der Begriff schwul zum ersten Mal auch als eine Art positive Selbstbezeichnung etabliert. Also er gibt auch das Beispiel in Großbritannien. Es gibt zwar Umschreibungen dafür, also entweder wo jemand auch sagt, ja, ich bin so ein seltsamer oder ein andersrum oder so. Oder dann halt so was sehr Direktes wie Arschficker. Aber es gab nicht so dieses Gay, was halt inzwischen auch für Schwule halt dort entstanden ist, sondern das war halt durchaus auch eine deutsche Erfindung quasi. Genauso der Begriff homosexuell wurde in Deutschland geprägt und da gab es auch eine Tabelle in diesem Buch, in der gezeigt wurde, dass es halt nicht nur in Deutschland erfunden wurde, sondern dass die Leute das dann auch immer mehr genutzt haben. Also im Vergleich zu den französischen und englischen Entsprechungen hat man das in Deutschland halt dann schon viel öfter in den Mund genommen oder auch in Publikationen verbreitet.
Das Ganze hat ja eigentlich sogar ein recht enges, zentrales Thema, ne, durch diese zeitliche Einschränkung. Und das ist ja auch nur eigentlich nur die eine Sache, die betrachtet wird. Aber er erzählt immer so viel drumrum und kommt aber trotzdem immer wieder fließend zum Kern der Sache zurück, dass ich das wirklich richtig toll fand. Also wie viel wir noch drumrum erfahren, und jedes Kapitel hat dann natürlich nochmal so eine gewisse Thematik. Und dann erzählt er uns aber noch das und das und das, und es gehört aber im Endeffekt alles zusammen. Und sowieso finde ich das sprachlich und vom Aufbau her ein ganz, ganz tolles Sachbuch. Ich fand es auch bemerkenswert, dass er zwar nicht lustig schreibt, also es gibt ja auch so populärwissenschaftliche Bücher, die dann so sehr auf Witz getrimmt sind, das tut er nicht, aber er wird auch nicht trocken. Also es lässt sich wirklich toll lesen, es ist interessant und empfehlenswert für Leute, die vielleicht nicht so dieses alberne Sachbuch manchmal wollen, wie es ja doch in Abständen auch veröffentlicht wird. Alles in allem war dieses Buch mal wieder eine Bestärkung für mich, dass solche Aussagen wie "Naja, das war halt früher nun mal so" keine gute Ausrede sind, weil es dafür immer Gegenbeispiele gibt. Also auch wenn man sowas sagt wie, ja, früher waren halt Homosexuelle noch nicht angesehen, oder früher war es doch total normal, dass man Nigger gesagt hat und Frauen waren halt früher nichts wert. Nee, es gibt immer Leute, die schon sehr zeitig dafür gekämpft haben. Und deswegen sollte man sich, finde ich, nicht in solche Ausreden flüchten. Ziemlich gut hat mir auch gefallen, dass er insofern sachlich bleibt, dass er auch recht fragwürdige Strömungen in der homosexuellen Subkultur wiedergegeben hat. Dass es halt zum Beispiel auch eine Richtung gab, die der Meinung war, es ist eine ganz tolle Sache, wenn sich ältere Herren mit Knaben vereinigen. Und das ist doch sowieso die beste Freundschaft, die es gäbe. Denn der Erwachsene kann dem Kind ja so viel beibringen und der weiß ja viel besser, was das Kind will. Das da nicht so meins. Und genauso und im Rückblick vielleicht sogar noch krasser ist halt so die rechtsgerichteten Homosexuellen, die die Nazis quasi so als perfekten Männerbund ansahen, und da ist doch alles so schön stramm und männlich, und sowieso sind Schwule ja die männlichsten Männer, denn sie lehnen Frauen ab und Frauen sind ja sowieso verweichlicht, und der Führerkult ist was ganz Tolles, wir wollen einen starken Mann halt an der Spitze des Staates. Da gab es auch extrem viel antisemitische Propaganda, und sie begrüßten die Freikorps und Hitler und haben eigentlich komplett verkannt, wofür die standen und was dann danach auch passierte. Also wie gesagt, es waren natürlich nicht alle, auch zum Beispiel Hirschfeld, der Leiter des Instituts für Sexualwissenschaften, ist recht schnell emigriert, hat das auch durchschaut, und nicht sehr viel später wurde dann auch sein Institut halt komplett zerstört und unter anderem bei diesen Bücherverbrennungen verbrannt eben. Ich persönlich habe in diesem Roman keine Fehler gefunden und so. Ich meine, ich kenne mich in dem Bereich auch nicht wirklich aus, gerade deswegen wollte ich ja das Sachbuch lesen, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo er irgendwie unlogisch argumentiert oder Sprünge macht oder so. Ich fand das toll, fließend und verständlich beschrieben. Man sieht auch ab hier, komplett der hintere Teil, das sind Anmerkungen, Quellenangaben, die Zeitschriften, die er zitiert, auch so literarische Verarbeitungen des Ganzen, die er mitbringt. Er war selber mehrmals in Berlin, in den Instituten und so weiter. Also geforscht hat er, glaube ich, wirklich, wirklich ausführlich. Und wie gesagt, mir ist jetzt auch nichts Negatives aufgefallen. Und zu guter Letzt noch ein Lob. Ich finde es halt auch wirklich schön, dass er das Ganze nicht nur soziologisch betrachtet. Natürlich ist die Gesellschaft da sehr, sehr wichtig, sondern eben auch den juristischen, politischen, medizinischen und auch linguistischen Blickwinkel mitbringt. Und das war so viel und so interessant. Ich habe so viel gelernt, was ich wahrscheinlich auch schon zur Hälfte wieder vergessen habe, dass ich euch dieses Buch wirklich nochmal ans Herz legen kann. Es ist ein tolles Sachbuch, was einen informiert, unterhält und auch flüssig geschrieben ist. Und ich fand das sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich auch total vergessen zu erwähnen, dass mir das freundlicherweise über das Bloggerportal vom Siedler Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Vielen, vielen Dank nochmal. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich kann es euch nur empfehlen. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ihr könnt mir natürlich immer gerne, gerne was schreiben und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.